Herz für Hühner. Kaufe bei Marti ein Küken für deinen neuen Hühnerstall. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, wir haben heute einen großen Tag vor uns. Ach so, ich bin gerade am Überlegen. Wir müssen ja noch... nee, das war kein Trank. Wir mussten... Das war hier, glaube ich. Wir mussten uns darum kümmern. Genau. Und das heißt, dass wir auf jeden Fall noch einen Tintenfisch fangen müssen. Das sollte ich auf jeden Fall noch im Hinterkopf behalten. Das da... Oh, das darf ich nicht vergessen. Habe ich mich jetzt erschrocken. Hey, Thomas. Your grandma, she was strange for sure. But she had respect for the land. Our families were close. And Hazel was special. Yeah, she was. She always wanted you to love this place as much as she did. So, I'm gonna teach you farming for her. Ich bin keine Farmerin. Nein, wie spannend. Great. When do we start? Right now's as good a time as any. Take these cotton seeds and plant them. But you better plant them quick. They take a while to grow and they only grow in summer. You can buy more cotton seed from me and a few other things if you need. You can grow this cotton and turn it into cloth. That makes a bit of money. Dyed cloth is even better. Come see me when you're ready to learn about making cloth. Okay. Excited for summer, Thomas? Well, it brings its own challenges. My mom taught me to use trees to shade your crops, especially in summer. So I've been checking in with every tree, having a little chat, making sure they're healthy. Ja, gießen muss ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt natürlich überhaupt nichts mehr frei. Ich weiß nicht, wie... Ach so, ich wollte gerade sagen, das können wir doch noch nicht nehmen. Ich weiß nicht, wie teuer die jetzt gewesen sind. Ach, die sind gar nicht so teuer. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Dann würde ich fast sagen, dass wir uns hier tatsächlich noch ein neues Beet machen und dann da mal die Baumwollsamen einpflanzen. So, 4 Stück mehr wollte er auch nicht haben. Kitty, bleib stehen! Kraulattacke! Oh, what a good purr. So, nachdem wir uns um unsere Katze gekümmert haben, schauen wir hier nochmal ein wenig nach dem Rechten. Oh, hier ist auch jetzt so eine schöne Blume. Sehr geil. Es kann natürlich auch sein, dass das... ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, vielleicht hat das irgendwas mit dem Tod der Oma zu tun, dass die Blumen jetzt überall wachsen, sozusagen. Ne, das ja, wie soll ich sagen, das Bild von der Oma ist nach dem Tod sozusagen. Aber ich denke, dass das eher darauf bezogen ist, dass diese Pflanzen tatsächlich nur im Sommer wachsen und deswegen jetzt gerade alle rauskommen. So, hier können wir jetzt endlich mal gucken. Okay, wir haben Platz für 6 Hühner, so wie es aussieht. Das heißt, dass wir doch erstmal rüberlaufen zu, ich weiß gar nicht, wie er heißt, zu diesem Farmer. Farmer, Quatsch, zu diesem Ranger. Ranger? Na, ihr wisst, was ich meine. Und dass wir da erstmal schauen, aber ich habe nicht so viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie teuer die Hühner jetzt eigentlich waren. Beziehungsweise die Küken. Wo ist er hin? Nein! Donnerstag bis Samstag geschlossen. Ihr könnt mich doch alle mal. Ja, super. Gehe zu Martin, um dann Küken zu kaufen. Haha. Das hatte ich ja eigentlich vor. So, das ist in 14 Tagen, das ist klar. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die Wahl, dass wir jetzt schauen, dass wir jetzt noch mal ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Also einer würde ja reichen, einen Tintenfisch kriegen. Mal schauen. Ist hier unten. Das ist ein großer Fisch. Aber die Tintenfische meine ich, habe ich... Oh, die Blaubeeren sind wieder da. Ich meine, die habe ich... Was machst du denn hier? Oh, we're barreling right towards the longest day of the year. I'm like a sunflower. I need light in order to feel like myself. And by summer, I'm practically humming there's so much light.
Okay. Ich dachte, die wollte jetzt aufs Meer rausgucken oder so, weil die ja jetzt von hier oben aus guckt. Aber gut. Dann mal eben schauen, ob wir hier irgendwo noch eine Stelle finden, wo wir eventuell einen Tintenfisch bekommen könnten. Natürlich ist jetzt gerade... Ja, da ist noch ein kleiner Köderfisch. Da wäre jetzt sowas drin. Ich will den großen Knochigen. Alles andere nehme ich nicht. Ist das der? Ja. Yes! Und ich habe einen Tintenfisch. Das ging jetzt heute mal ungewohnt schnell. Meistens bekommt man ja eher nicht, was man haben möchte. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, warum ich das die ganze Zeit im Gefühl hatte, dass ich keine Tintenfische verarbeiten sollte. Ja, mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Ich hätte sie nämlich jetzt gut gebrauchen können in der Quest. So. Dann wollen wir mal. Dann hatten wir, glaube ich, alles, was wir brauchen, oder? Kleine Dinge anziehen. Achso, das waren die anderen Sachen, genau. Oder auch nicht. Moment, dann müssen wir... Halt, das war hier. Hätte ich jetzt nebenan gemacht, aber okay. So, einmal den Zauber. Und jetzt... Gib dem Wahrsager tagsüber... Woher soll ich denn herausfinden, wer der Wahrsager ist? Oder kann ich das einfach so versuchen? Weil da müsste ich die ja mehrfach machen. Gib dem Wahrsager tagsüber die Zeitanhaltenformel. Ich habe jetzt gar nicht so im Kopf, wie da jetzt so die Stimmen waren. Dass jetzt eventuell der Bruno sein könnte oder was? Keine Ahnung. Ah! Terra! 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 Did something happen? We want to build the lemonade stand! That's what happened. Mommy said she would help us with the lemons, and Daddy said he would help us build the stand. But we still need the wood for the stand, and some sugar. It's hard to say no to that. Plus, if you help us, we'll give you a lemonade discount. So you'll be like an investor. You could see long-term returns. Emmy's been reading a book that Daddy bought. He said it was boring, but Emmy doesn't think it's boring. Gruselig? Was für Gewinner? You scare me. Business isn't scary. It kind of is, though. Well, let me see what I can do. Whee! Endless lemonade! Ja, ach du Schande. Und 15 Zucker brauchen die noch. Wollt ihr mich veräppeln? Ja, das müssten wir auf jeden Fall kaufen. I'm in charge of our lemonade recipe. This is gonna be the sweetest lemonade ever. Terra, I hope you're bringing us a ton of sugar. Das befürchte ich auch, dass es die süßeste Limonade wird. The business book said I have to pick the right price for our product. But I don't really understand money. So that's hard. Okay. Heard, Thomas is helping Sophia with the summer festival, huh? Wait, you think Thomas and Sophia? Hey, you didn't hear it from me, but my pa used to say, love is like the wind. You can't see it, but you can feel it. Ich will ihn jetzt nicht einladen. Ich hoffe, ich lade ihn jetzt nicht ein, wenn ich da drauf drücke. Am I sure this is the Farseer Witch? I'll have to make another incantation and explain myself if I'm wrong.
Okay, das bedeutet also das Symbol. Ich habe es gerade gesehen, sie hat jetzt geöffnet. So, is the recipe so good I'll be Satan aback? Well, if it's dad jokes you're after, try Parker's workshop. But yes, the Satan is delicious. Here, try it. Thanks. I got a deal with Angus, and he'll be giving me vital wheat gluten from now on. If you're ever cooking and you want to sub in seitan for meat, I'll sell you more. Noted. I hope Thomas likes the seitan too. I guess we'll see. Okay. Hm. Woher soll ich jetzt wissen, wer es ist? Bruno finde ich gerade nicht. Juliet says I spend too much time at the cemetery, but I find it comforting. If you ever want company when you go to visit Hazel, let me know. Thanks. I will. Looking forward to some time off this summer, Amira? Warm weather means people who have been inside for months will suddenly attempt outdoor activities. I'll be sitting sprained ankles all summer. Mit dir haben wir schon gesprochen. Mit ihm noch nicht. Oh. Wow, welcome. I'm glad you stopped in. Your choice to move here signals a longing for a fresh start, am I right? I guess. Our Consciousness Center is a great place to start your new journey. Listen, I can relate. I came here looking for a new beginning myself. Ja. Erzähl mir von deinem früheren Leben. Das ist natürlich, dann braucht sie nichts zu erzählen. Ich bin offen für neue Ideen. Ich lebe nach meinen Vorstellungen. Really? Where did you live before coming here? Funny, when you're the messenger, you're not used to people asking you about yourself. Well, you're going to laugh, but Hollywood. I was living the Hollywood lifestyle, partying all night. One morning, I woke up on the sidewalk, right in front of the League's founding chapter. I can't explain what made me go inside that morning, but I'm so glad I did. Sometimes the universe nudges us on the path that we're meant to go, and other times fate is more direct. After I learned more about the teachings of the League of the Conscious Mind, I knew my life would never be the same. I really hope to see you here again. Yay, haben wir bei ihm auch endlich mal. Ja, also ich würde normalerweise sagen, der Weissager, heißt der Weissager, sollte theoretisch, wieso sind die Kinder eigentlich unten, haben die keine Schule? Das merke ich ja jetzt erst. Nö, die steht hier alleine da. Die haben heute mal frei, auch nicht schlecht. Last year, the Fairhaven Summer Festival was included on a list of the best summer activities in the region. Of course, we were at the bottom of the list, but maybe now that you're here, we'll be at the top. Okay. Also, wie gesagt, normalerweise würde ich sagen, derjenige, der am ältesten ist, sollte wahrscheinlich der Weissager sein. I didn't want to be a florist at first. I wanted to work at a boutique in the city or something. But summer days remind me, hey, this isn't so bad. I get all the best parts of nature without stepping into the sauna that is the outdoors. Must be nice. Ich meine, der Älteste hier ist, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, der Fischer. Vanessa ran the summer festival last year. Sophia certainly has a big act to follow, but I'm sure she'll do fine. Obwohl, wenn ich gerade so das Boot sehe, und dann fragt mich jetzt nicht wie, ich bin jetzt über Boot und Wasser und Wald,
Ich glaube, Shelby ist der Älteste, oder? During summer, my brother Jamie likes to wear kilts made out of the Seton tartan. Says it gives him better ventilation. Francis said I'd look distinguished in a kilt, but I'll just stick with my jeans. Okay, dann gehen wir hier links nochmal eben hin. Ich guck nochmal, wie alt Shelby ist. Oh, was braucht der denn? Schon wieder Eisen? Ah, just the miner I was hoping to see. Have you struck silver in them Dar Hills yet? You know it's not hills, right? Of course. Sure. Mostly. Look, I love working with precious metals, but I have no idea how to extract them. And I need some silver for our wedding bands. If you dig up some raw ore, Natalia can turn it into an ingot that I can work with. Let's see what I can find. You and Angus deserve the most beautiful rings. Oh. Okay, zwei Silberbarren. Hab ich nicht sogar zwei Silberbarren? Ah, summer. The time when I haul out my military-grade sunscreen. Angus makes fun of me, but look, the most important part of skincare is protecting your skin from the sun. No offense to Angus, but he looks like he might need military-grade sunscreen too. Right? I don't want to say I told you so when my beloved gets a melanoma, but I have told him so. Every year. Also das, was er gesagt hat, ist nicht ganz richtig, weil die Hauptaufgabe von Sonnencreme ist es nicht, die Haut zu schützen, sondern einfach nur die Sonne und auch das ganze Positive, also die ganzen Vitamine, die im Endeffekt, also Vitamine hört sich jetzt blöd an, aber das, was der Körper braucht, um dann Vitamin D3 selber zu erzeugen, das wird rausgefiltert. Deswegen Sonnencreme immer schlecht, es sei denn natürlich, man ist wirklich in der prallen Sonne. Aber ich habe mein Leben lang ab einem bestimmten Punkt keine Sonnencreme mehr genutzt. Und ja, die Haut gewöhnt sich dran. Man darf natürlich die ersten paar Tage nicht so lange drin sein. Aber ansonsten ist das kein Thema. Ja, aber ich habe doch zwei Eisenbarren. Oder habe ich die jetzt nur alle nicht umgewandelt? Kann das sein? Die eine arbeitet jetzt heute auch nicht, ne? Die arbeitet wahrscheinlich donnerstags gar nicht. Muss ich jetzt aber mal eben gucken. Doch, ich habe doch zwei Eisenbarren, meine ich doch. Gehen wir jetzt nochmal rein. Moment. So, jetzt nochmal. Oh, I can't wait until you find some silver. Ach, Silber. I've been sketching ideas for the rings at night, after Angus goes to sleep. Aw, Francis, that's so cute. I'll get your materials as soon as I can. Ja, 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 Denkfehler, Denkfehler, der sah ja aus, klar, er hat natürlich von Silber gesprochen, der sah aber so aus, als ob es eigentlich Eisen wäre. Ich bin auch, was will man mit Eisenschmuck, ne? Eisenringe, Eisenhalsketten, ich bin auch irgendwie so blöd heute. Ah, ist zu früh am Morgen. Was ist das? Das ist eine Quest, oder? Ach, no, nee, das war das. Ah, ja, man, das konnten wir nicht abgeben. I owe you a drink at Damon's. Ja, 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 habe ich total vergessen. Hey, thanks for telling Emmy and Finn you'd help with their lemonade stand. I like helping them build stuff. I transform from just dad to cool guy with power tools. War das jetzt schon das Holz dafür? Nee, das war jetzt einfach nur das Holz, was er ausgeschrieben hatte, ne? Was bräuchten wir denn? Gemüsebeet wäre wahrscheinlich besser. Wie teuer ist denn das? Oh, 50 von der Erde. Und der Schuppen? Der braucht nur Holz. Ja, würde ich sagen, dann nehmen wir erstmal den Schuppen. Ja, ja, erstmal den Schuppen. Das können wir aber jetzt noch nicht machen, so wie es aussieht. Ich dachte, wir könnten das bei ihm schon mal reinmachen, damit das dann bei uns im Dings drin... Ach, hier stehst du. So, what did you do before you switched up careers? I was a consultant. Did a lot of consulting. And then I got hit with that consultant burnout. You know how it goes. Ja, okay.
Gut, dann schauen wir mal, ob Shelby auch hier ist. Da oben steht noch die eine. Stimmt, die war ja auch noch gar nicht da. Sammeln können wir heute anscheinend. Doch, da ist ein Pilz. Ah, Shelby ist auch da, sehr schön. Sprechen wir erstmal mit dir. You are a lifesaver. Now the twins have something to occupy themselves with outside of school. Except, Emmy keeps asking me about stock options. Mm. And Finn keeps asking, what would happen if you put ketchup in lemonade? Oh je, oh je, oh je. Okay. Haben wir hier? Ah, ja. Wir haben noch eine Nuss. Sehr schön. Shelby. Ja, doch. Ich würde sagen, dass er doch der Ältere ist. I've lost more loved ones than I care to speak about. I still see them sometimes, though. Oh, you mean like in dreams? Sure. Ja. Ich würde sagen, er ist es, weil ich meine, dass der auch so ein bisschen so gesprochen hat. Wenn nicht, ist es blöd, dann muss ich wieder alles von vorne anfangen. Ich bin da auch drauf eingestimmt, dass ich wieder von vorne anfangen muss. Aber ich versuch's trotzdem. Am I sure this is the Farseer Witch? I'll have to make another incantation and explain myself if I'm wrong. Ja, 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 aber ist so der Einsiedler, er lebt hier im Wald. Ich bin mir nicht sicher, aber ich mach's trotzdem mal. Here you go, Shelby. That's fine. You keep it. You'll need it. So I passed? You were always good. Yes. Now, go on. Don't want folks getting too curious. Yes. Oh Gott, ich habe hier echt voll die Zweifel gehabt die ganze Zeit. Oh, okay. Konnten wir bei ihm eigentlich noch irgendwas kaufen? Ja. Achso, das ist Seetang. Nicht auf Lager. Die Sachen, die man braucht. Na gut. Boah, wie viele Pilze haben wir denn bitte? Aber da kriegen wir auch nicht allzu viel Geld von. Nee, wir müssen schauen, dass wir noch Fischstäbchen machen. Oh, wieso will ich immer mit Escape aufstehen? Mann! Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie so ein Reflex. Escape raus. Zack. So. Oh, bin ich jetzt froh, dass ich diese Aufgabe wenigstens habe. Wieso habe ich jetzt Magie verbraucht überhaupt? Ach so, weil ich das hergestellt hatte, glaube ich, ne? Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ich schaue jetzt nochmal unten am Strand. Zum einen, bin gerade am Überlegen. Ne, ich glaube hier, der mit den Fischen, dessen Namen ich jetzt gerade irgendwie vergessen habe, der war, glaube ich, jetzt nicht da. Mit ihr, doch, er ist doch da. Jetzt ist er da. Bruno, genau. That new rancher fella wrinkles his nose every time he walks by my stall. If he can't handle the scent of a good fresh catch, how does he handle his own bun? Naja, es riecht beides ziemlich eklig, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Also, ich brauche Fischstäbchen, um Geld zu verdienen, weil ich muss auch den Stand bezahlen. Heißt gleichzeitig, das ist das günstigste, wenn auch nicht gleich günstig, dass wir hier nochmal 5 holen. Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir jetzt immer noch nur 4 drin? Aber ja, klar, wir haben natürlich nicht 4 drin. Hier unten ist keiner. Was ist denn mit unserem Surferboy hier? Den sehen wir im Moment auch nirgendwo. Schaue ich hier unten nochmal. Also ich muss auf jeden Fall ein bisschen Fische fangen. Hier kommt natürlich jetzt keine einzige Stelle. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob hier generell Stellen waren. Ich schätze mal, da wo die Hängematte ist, da könnte ich mir gut vorstellen, dass der Kai hieß er, glaube ich, ne? Das ist unser Surferboy, dass der da wohnt. Hier ist ja gar nichts. Hallo? Es war das perfekte Wetter, um Regenwürmer zu fangen, was ich ja nicht darf. Das finde ich auch doof. Warum darf ich sowas nicht? Mal schauen, ob hier die Stellen wieder neu sind, weil irgendwie müssen wir ja ein paar Fische fangen, ne? Und nach Möglichkeit vielleicht auch noch
einen Tintenfisch dazu, falls wir nochmal irgendwas mit einem Pergament machen müssen. Also beziehungsweise mit so einem Zauberspruch. Oh! Ernsthaft? Der ist direkt beim ersten Mal ran? Ja, cool. Gucken wir hier auch nochmal. Bam, 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 bam. Oh. Na, ich dachte schon. Aber der Große ist echt groß. Der ist genauso groß wie... Gotcha. Wie das Krustentier. Ein Tintenfisch. Sehr, sehr geil. Können wir dann leider keine... Das sind aber nur kleine hier, ne? Können wir dann leider keine... Dings mitmachen. Keine Fischstäbchen mitmachen. Aber... Weil ich möchte mir den schon aufsparen jetzt. Wenn ich ehrlich bin. Da unten ist noch ein großer. Den können wir uns holen. Bin mir nicht... Ja, doch. Doch, doch. Das eine, das waren... Also die beiden, das waren kleine, die da drin schwammen. Oh, quick! Nee, will ich nicht. Was hat Bruno noch gesagt? Oh. Die beste Zeit zum... Die beste gotcha. Zeit zum Angeln ist morgens. Und wenn man Lust darauf hat. Gut, Lust ist immer so relativ. Aber ich muss sagen, in dem Spiel hier macht es mir echt Spaß, weil man muss tatsächlich nur Space drücken und dann, ne, ist es soweit. Und das finde ich gut. Ach so, wir sollten ja eigentlich auch noch ein bisschen Holz hacken. Da sind jetzt auch wieder nur kleine. Jetzt steht sie vor der Mine. Warum steht sie jetzt vor der Mine? Muss ich mit ihr nochmal reden? Naja, Silber kann ich ja auch nicht holen. Das ist auch wieder so blöd. Soll ich mit dir nochmal reden? Nee, du stehst nur einfach hier. Okay. Weil Silber habe ich zumindest noch nicht gefunden. Also gehe ich davon aus, dass es jetzt auch noch nicht findbar ist. Ja, ist ein bisschen blöd, weil wir jetzt keine großen Fische mehr haben. Oh, ja, genau. Das war es, wo ich noch nachgucken wollte. Sollte ich auch direkt wieder Neues reintun. Ich sollte vielleicht generell mal gucken, ob ich nicht noch einen zweiten Kompost machen möchte. Wie viel kostet der? Der kostet nur Holz. Ja, ist doch perfekt. Dann bauen wir nochmal einen. So. So langsam wird es schon etwas enger, genauso wie ich gesagt hatte. So, und Kompost rein. Wie sieht es eigentlich mit unserem Honig aus? Oh Gott, der muss ja wieder komplett von vorne produziert werden. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, dann laufe ich jetzt wieder zurück in den Wald, um mir eine neue Aufgabe abzuholen, ne? Zucker bräuchte ich auch noch was für. Ach so, doch, Moment. Wir können schon mal einmal Fischstäbchen machen, dann haben wir die nämlich schon mal dabei beim nächsten Mal und vergessen die nicht. Ach, Zucker kann ich auch machen. Ach, aus Zuckerrohr. Weil Zucker ist so teuer, deswegen... Mmh. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Aber ich habe mich jetzt... Ich bin jetzt wieder sehr überrascht darüber. Das ist wie, wenn ich täglich aufstehe. Am nächsten Morgen bin ich immer wieder überrascht. Das können wir nehmen. Das ist auch gut, dass wir noch was Mehl haben. Den nehmen wir nicht. Den können wir aber nehmen. Ich habe gesagt, den nehmen wir nicht. Achso, Hering haben wir gerade keinen. Die dürften wir auch nicht haben. Okay, dann haben wir, glaube ich, jetzt gerade gar keinen, mit dem wir irgendwas machen können. Ja, dann renne ich jetzt nochmal schnell in den Wald und wir sehen uns gleich im Wald, aber auch wenn es dunkel ist. Bis gleich. So, jetzt sind wir... Im Wald, es ist dunkel und es kann weitergehen. Ja, die anderen sind da, sehr schön. Ich fände es cooler, wenn die jetzt ihre Masken ausziehen würden. Du warst das, glaube ich, ne? Grandma said we should come out of hiding. Maybe she was right. They're not ready for that. And we're not either. The time will come. Okay, die Frage ist, müssen wir jetzt alle hier so nach und nach demaskieren oder was? Oder? I know which ones who transformed into a hawk she saw gliding majestically above her. The bird knew how to fly, but she didn't. It was a mess.
Okay. Ich muss mir ungefähr mal so ein bisschen die Stimmen jetzt merken. Hi, Priestess. I've always wanted to know. Does it help when spells rhyme? For some, it does. It helps to think of creating incantations like writing poetry or composing music. You build on different aspects as you conjure. Sometimes that can be as simple as a rhyme to help you remember. Okay. Aber eine neue... Doch, Moment, da ist eine neue Aufgabe. The Farseer tells me that you've done well. Let's see if your observation and intuition is as strong with me. What will it be then? Do you want a potion that will turn the mare into a frog? Nothing that advanced yet. See, it's the yet part that concerns me. I want a bottle of my favorite summer drink, honey mint cooler. It's so refreshing on a hot day. You have a beehive, yes? Back home, we make a simple syrup with honey and mint. But brewing it in your distillery gives it an extra kick. If you are successful in completing my task, perhaps more witches will be willing to reveal themselves. Bereite im Rahmen deiner Mission, die Identität der Adeptin zu erfahren, in deiner Distille einen Honigminzdrink. Honig habe ich, glaube ich, einmal sogar geholt. Aber ich meine, dass ich den für irgendwas gebraucht habe. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe eine Vermutung. Ich habe extra auf die Stimme geachtet. Ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte. Ich weiß aber ehrlich gesagt ihren Namen nicht. Deswegen müssen wir dann in der nächsten Folge nochmal mit allen reden, wenn ich das denn überhaupt bis dahin brauen kann. Und dann, ja, mal schauen. Watch out for the journeyman. You're new and don't know better than to stay out of his schemes. Okay. Was könnten wir denn hier reintun? Hexenkraut? Brauchen wir, glaube ich, nicht so viel von, ne? Oder Hexen, ich weiß nicht, Hexenkraut und Mondblume oder Disteln und Mondblume war, glaube ich, das Rezept. Ich mache trotzdem einmal Hexenkraut rein. So. Damit die auch mitkriegen, dass ich hier mal was gespendet habe. Wobei, es war vielleicht auch blöd, weil, ja, ich halt nicht so viel jetzt da hätte reinmachen müssen. Also sprich, ich hätte wahrscheinlich noch zwei, dreimal zaubern können und dann hätte ich das machen müssen. Ach ja, ich würde sagen, ich hacke jetzt nochmal ein paar Bäume. Das mache ich aber offline, damit die Folge jetzt nicht zu lange wird. Ich hoffe, dass die trotzdem noch wiederkommen, wenn ich die jetzt hier alle wegmache, die Baumstämme. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, da hinten stehen jetzt die Baumstämme noch drin. Aber die Bäume sind nicht mehr da. Kann sein, dass tatsächlich erst dann neue Bäume wachsen, wenn ich die Baumstämme weggemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt dafür nochmal ein bisschen Kraft aufwenden, dass wir noch ein bisschen was bekommen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ins Bett gehe. Ich verabschiede mich dann aber schon mal jetzt von euch und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Is it time for bed?